Vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr nette Begrüßung und auch die nette Zusammenarbeit im Vorfeld. Ja, also ich finde, dass diese beiden Themen natürlich total gut zusammenpassen. Und für mich war eher so die Frage, wie kann ich das gut rüberbringen, dass auch so der praxisorientierte Anteil dabei ist und das eben nicht auf einer zu sehr theoretischen Ebene bleibt, weil ich bin ja auch viel in Einrichtungen unterwegs und weiß, dass der Bedarf daran sehr hoch ist. Und ja, freue mich sehr, dass ich jetzt heute die Zeit bekomme, einen Vortrag dazu zu halten und würde jetzt damit auch starten, indem ich meinen Bildschirm freigebe. Ich würde gerne noch aus Datenschutzgründen darauf hinweisen, dass dieser Vortrag heute aufgezeichnet wird. Gut, ja, den Titel haben Sie ja schon genannt, Resilienz von Kindern durch Beteiligung stärken. Darum soll es heute gehen. Und jetzt macht es nicht weiter, das fängt gut an. So, jetzt. Genau, was erwartet Sie heute oder was habe ich vor? Mir ist es sehr wichtig, dass ich diesen Begriff der Resilienz nochmal genauer erkläre, was damit gemeint ist, weil ich ihn jetzt auch gleich nochmal deutlich mache, oder wie Sie es bestimmt auch wissen, ist das ein Begriff, der in ja, allen möglichen Bereichen inzwischen sehr populär ist und den Sie ja in allen möglichen Zusammenhängen inzwischen kennenlernen können. Und was heißt es aber für unseren pädagogischen Kontext genau? Und dazu würde ich gern auf Ergebnisse der Resilienzforschung schauen, um dann eben zu gucken, welche Verbindungen lassen sich denn zwischen Resilienz und Partizipation herstellen. Und wie lassen sich diese beiden Aspekte dann auch konkret fördern in Kindertageseinrichtungen? Ich möchte aber zum Schluss auch noch mal einen kurzen kritischen Blick auf das Ganze werfen, und zwar nicht auf das Resilienzkonzept an sich, sondern auf den Umgang damit. Und dann ein kurzes Fazit ziehen. Ja, ich habe gerade gesagt, dass Resilienz ein Begriff ist, der eigentlich in aller Munde ist und in ganz vielen verschiedenen Disziplinen verwendet wird. Immer auch ein Stück weit mit einer anderen Konnotation. Und wenn man sich anschaut, wie exponentiell das Ganze nach oben gegangen ist, wenn man zum Beispiel in die Zitationsdatenbank Web of Science guckt, das ist so eine Datenbank, wo Artikel gesammelt werden und festgehalten wird, wo man eben verschiedene Einträge zum Thema Resilienz findet auf der Fachebene, dann sieht man, dass seit 1997 bis 2016, wo das untersucht wurde, der Begriff von 0 Einträgen auf 30.000 Einträge angestiegen ist und auch bei Google zwischen 2004 und 2015 das Suchinteresse, also diejenigen, die das Wort Resilienz als Suchbegriff eingegeben haben, um 40% gestiegen ist. Und Sie können das gerne nach dem Vortrag ja auch selber mal ausprobieren. Also wenn Sie das Wort Resilienz eingeben, dann werden Sie alle möglichen Verlinkungen dazu bekommen und es gibt keine einheitliche Definition oder einheitliche Verbindungen, sondern ganz viele unterschiedliche. Und nicht nur die Zahl der fachlichen oder der Fachliteratur hat sich deutlich gesteigert, sondern vor allen Dingen auch in den Populärwissenschaften sind sehr viele Bücher und Artikel erschienen. Und das ist auch so ein Stück von meiner Kritik, die ich am Ende des Vortrags dann nochmal aufgreifen werde, dass eben dieses Konzept der Resilienz aus meiner Sicht einfach viel zu oft ungefragt verwendet wird, ohne genau zu bedenken, was eigentlich damit gemeint ist. Und damit Sie das besser wissen und eben wissen, was damit gemeint ist in Bezug auf den pädagogisch-psychologischen Bereich, würde ich jetzt gern eine Resilienzdefinition Ihnen erläutern. Und zwar ist mit Resilienz eine seelische Stabilität oder auch eine psychische Widerstandsfähigkeit gemeint, um quasi erfolgreich mit Belastungen und schwierigen Lebenssituationen umzugehen. Und es gibt jetzt viele wissenschaftliche Definitionen und diejenige, die, die für mich einen großen Sinn ergibt und wo es auch eben viele empirische Ergebnisse, Forschungsergebnisse gibt, ist die Definition von Welter Enderlin und Hildebrand. Und die sagen eben, dass Resilienz eine Fähigkeit ist, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen.
was steckt da drin? Also zum einen steckt da das Wort Lebenszyklus drin. Das heißt, Resilienz ist nicht nur für die Kindheit relevant, sondern ist ein Begriff, der für die ganze Lebensspanne eines Menschen an Bedeutung gewinnt. Und es geht darum, auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zurückgreifen zu können. Und das ist auch, sind zwei ganz wichtige Aspekte, dass es eben nicht nur um die persönlichen Ressourcen geht, was sehr häufig in den populärwissenschaftlichen Artikeln und Büchern vermittelt wird, sondern dass einen großen Anteil für diese seelische Stabilität sozial vermittelte Ressourcen haben. Und was das genau ist, dazu komme ich später noch. Also das heißt, wichtig ist festzuhalten, es ist ein Begriff, der für die ganze Lebensspanne relevant ist und es geht um persönliche und sozial vermittelte Ressourcen. Und bei diesen sozial vermittelten Ressourcen, da schwingt natürlich auch immer mit, dass diese Ressourcen auch verfügbar sein müssen und auch zugänglich gemacht werden müssen für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, wenn wir Resilienz fördern wollen. Sie sehen hier das Bild von Pippi Langstrumpf. Sie gilt so als eine der Prototypen eines resilienten Kindes. Und ja, wenn man sich so die Schutzfaktoren und Resilienzfaktoren von ihr anschaut, dann ist sie ein Kind, das Beziehungen eingehen kann, das sehr selbstbewusst ist, die ganz genau weiß, was sie will und auch eine klare Vorstellung davon hat. Und ich werde auf dieses Beispiel nochmal zurückkommen, weil man Pippi Langstrumpf natürlich auch anders betrachten kann. Aber was eben so besonders an ihr ist, dass sie einen Weg für sich gefunden hat mit ihrer eigentlich ja auch schwierigen Situation. Sie wohnt alleine, ihre Mutter ist gestorben, als sie in der Wiege lag und ihr Vater ist auf den 7 Weltmeeren unterwegs. Und sie weiß ja auch lange gar nicht, ob er wirklich da ist, aber sie glaubt eben fest daran. Und diese schwierige Situation hat sie Strategien entwickelt, damit umzugehen. Diese Strategien sind vielleicht nicht immer die, die die Gesellschaft gut findet. Sie geht nicht in die Schule, sie isst mit Händen und Füßen. Aber es ist eine Strategie, mit der sie mit ihrem Leben zufrieden ist und eben selbstbewusst und kompetent umgeht. Und vor allen Dingen hat sie sehr viele Möglichkeiten, sich selbstwirksam zu erleben, was ein wichtiger Aspekt ist für die Partizipation, auf die ich nachher noch komme. Definiere ich Resilienz weiter? Es ist ganz wichtig zu wissen, dass Resilienz eben nicht angeboren ist, sondern es ist ein dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess und entwickelt sich aus einer Interaktion, einem Wechselspiel zwischen Kind und Umwelt. Das heißt, alle Erfahrungen, die ich mache, auch im weiteren Lebensverlauf, auch wir als Erwachsene, alle Erfahrungen, die wir machen, spielen eine Rolle für unsere Resilienzentwicklung. Und das sind vor allen Dingen eben Beziehungserfahrungen, die eine Rolle spielen für unsere Selbstkonzeptentwicklung. Das heißt, ganz wichtig, eben Resilienz ist keine Charaktereigenschaft, ist nicht angeboren, sondern ein dynamischer Prozess. Zu Beginn der Resilienzforschung hat man auch oder ist man davon ausgegangen, einmal resilient, immer resilient und ist eben von so einer stabilen Unverwundbarkeit ausgegangen. Man sagte auch, die Menschen wären invulnerabel, also unverwundbar. Das hat man aber relativ schnell im Laufe der Langzeitforschung festgestellt, dass dem eben nicht so ist, sondern dass es eben eine variable Größe ist und es eben sehr stark davon abhängt, wie das Verhältnis von Schutz- und Risikofaktoren ist und dass ich nicht einmal Resilienz trainieren kann und dann bin ich für immer vor allen Belastungen geschützt. Und das impliziert gleichzeitig auch den Auftrag an uns pädagogische Fachkräfte, immer wieder auch an diesem Thema dran zu bleiben, das nicht nur in Krippen und Kitas zu thematisieren, sondern das eben auch weiter in Grundschulen und weiterführenden Schulen und auch an den Hochschulen und Arbeitsplätzen Thema bleiben muss. Resilienz ist situationsspezifisch und kontextabhängig. Das heißt auch, dass Resilienz eben nicht einfach auf alles zu übertragen ist. Ja, also es ist nicht so, dass ich eben Resilienz trainieren kann und dann bin ich für alle Belastungen gerüstet, sondern es kann eben sein, dass ich in einem Lebensbereich, wie in Kita und Schule, sehr gut mit Schwierigkeiten und Belastungen umgehen kann, aber wenn dann in der Familie was passiert, nicht mehr. Das heißt, man spricht inzwischen auch von sogenannten bereichsspezifischen Resilienzen, also einer familiären Resilienz, einer schulischen Resilienz oder einer sozialen Resilienz und kommt immer mehr davon ab, eben Resilienz als etwas zu beschreiben, das für alles und jeden gut ist. Das heißt, Resilienz ist multidimensional und wir müssen viele verschiedene Faktoren mit berücksichtigen,
Und das macht das Ganze eben auch relativ komplex und nicht so einfach, wie es sehr häufig auch dargestellt wird. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, dass Resilienz keine Charaktereigenschaft ist, sondern eben von Erfahrungen und Erlebnissen abhängig ist. Und wenn wir von Resilienz sprechen, dann können wir das eigentlich immer erst dann, wenn eine Risikosituation besteht. Das heißt, wenn förderliche Entwicklungsbedingungen da sind, aber keine Risikosituation, dann können wir nur sagen, dass ein Kind sich eben entwicklungsförderlich entwickelt und viele Schutzfaktoren hat und viele Kompetenzen, auch Resilienzfaktoren. Aber ob sich diese dann als schützend erweisen, das sieht man eben nur in einer Risikosituation und ob diese dann eben erfolgreich bewältigt wird. Aber vielleicht ist Ihnen jetzt auch gleich schon der Gedanke gekommen, wer sagt denn, was eine Risikosituation ist und wer sagt, was heißt erfolgreich bewältigt. Und das ist auch wirklich ein großer Haken. Und wenn man sich jetzt die verschiedenen Langzeitstudien, die es auf der ganzen Welt gibt, anschaut, dann lohnt es sich eben auch genau hinzuschauen, wie die jeweiligen Forscher das auch definieren. Und das wird an verschiedenen Kriterien festgemacht, sogenannte internale Kriterien. Und das wäre zum Beispiel das subjektive Wohlbefinden. Also das heißt, dass Menschen selber von sich sagen, ich bin zufrieden mit meinem Leben und ich kann das schaffen. Das sind internale Messkriterien. Oder also Beispiele dafür. Externe Messkriterien wären zum Beispiel Schulnoten oder auch die körperliche Gesundheit oder ob jemand kriminell geworden ist oder nicht. Also das heißt, die von außen messbar sind und das andere sind eher subjektive Faktoren. Und beide Kriterien sind wichtig, um beurteilen zu wollen, ob etwas erfolgreich bewältigt ist. Denn nur ob jemand jetzt gute Schulnoten hat, heißt natürlich noch lange nicht, dass er gut mit Risiken und Belastungen umgehen kann. Und natürlich hat das Ganze auch eine kulturelle Dimension. Das heißt, was eine Risikosituation ist und was gute Bewältigung ist, das hängt auch immer ganz stark damit ab, was für Werte und Normen damit verknüpft sind. Und diese sind wiederum eben mit der Kultur, in der wir jeweils aufwachsen, verbunden. Die Resilienzforschung hat sich entwickelt aus der sogenannten Psychopathologie der 1970er Jahre. Die Psychopathologie guckte eben eher danach, was sind Risikofaktoren, was macht Menschen krank. Und das änderte sich dann. Es gab einen sogenannten Paradigmenwechsel, einen Wechsel der Blickrichtung. Und man schaute eben mehr danach, was erhält Menschen gesund, was sind Ressourcen und was sind auch Schutzfaktoren. Und in diesem Zuge sind verschiedene Studien entstanden und eben zu gucken, wie sich Menschen unter besonderen Bedingungen entwickeln. Und die sogenannte Pionierstudie der Resilienzforschung ist die Kauai-Studie von Amy Werner und Lou Smith. Kauai deshalb, das ist eine hawaiianische Insel. Und Amy Werner und Lou Smith hatten sich überlegt, dass sie etwas über die Entwicklung von Menschen herausfinden möchten. Sie hatten Resilienz noch gar nicht im Fokus und sie wollten das eben über einen längeren Zeitraum tun und haben sich dann gedacht, also auf einer Insel, da bleiben die Leute eher als auf dem Festland, da können sie in alle möglichen Richtungen umherziehen und dann ist es schwierig, sie über einen ganz langen Zeitraum zu begleiten. Und das war dem auch so, also sie haben für ihre Studie 698 Menschen 40 Jahre lang begleitet. Und sie hat eben erstmal nur interessiert, wie entwickeln sich Menschen, welche Faktoren nehmen darauf Einfluss. Und bei einem Drittel von diesen 698 Menschen mussten sie feststellen, dass die eine ganze Reihe von Risikofaktoren ausgesetzt sind und eben sehr schwierige Lebensbedingungen haben. Und wiederum ein Drittel von diesem ein Drittel zeigte dann, dass sie trotz dieser schwierigen Bedingungen sehr gut mit diesen Belastungen umgehen konnten, von sich selber gesagt haben, dass sie zufrieden mit ihrem Leben sind, sie konnten Beziehungen eingehen, waren weniger körperlich erkrankt, haben auch weniger, tauchten weniger in der Kriminalitätsstatistik auf und so weiter. Also alles so Aspekte, von denen man sagt, das macht ein erfolgreiches Leben aus. Und sie hat dann eben interessiert, was haben diese Menschen anderes als die, die das eben nicht schaffen, obwohl sie doch den gleichen Risikobedingungen ausgeliefert sind. Und sie haben dann angefangen, Listen von Risiko- und Schutzfaktoren zu schreiben oder aufzulisten. Und das hat dann eben Studien auf der ganzen Welt Anstoß gegeben.
in den USA, Europa, Australien und Neuseeland, die dann zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen sind, obwohl sie zum Teil eben ja in ganz unterschiedlichen Kulturen entstanden sind. Es gab auch zwei deutsche Langzeitstudien. Das eine ist die Mannheimer Risikokinderstudie und das zweite die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie. Da erkennen Sie das Wort invulnerabel drin. Das würde man jetzt, so würde man heute aber vermutlich keine Resilienzstudie mehr nennen, weil man eben weiß, dass diese Kinder nicht unverletzlich sind, sondern dass es eben im Lebensverlauf da durchaus große Schwankungen geben kann. Was haben diese Studien aber herausbekommen? Sie haben eben eine Reihe von Schutzfaktoren identifiziert. Und das ist jetzt keine abschließende Liste, die Sie hier sehen, sondern es sind die Faktoren, die eben sich als relativ häufig in allen Studien vorgekommen sind. Und das Wichtige ist das, was ich jetzt am Anfang nochmal in meiner Definition ja schon gesagt habe, es gibt personale Faktoren und es gibt soziale Faktoren. Und bei den personalen Faktoren gibt es durchaus Faktoren, die angeboren sind und welche, die gefördert und unterstützt werden können. Das sind die sogenannten Resilienzfaktoren, auf die ich nachher noch eingehe. Bei den sozialen Faktoren, da gibt es eben auch eine ganze Reihe, die dann für unsere pädagogische Arbeit von Bedeutung sind. Und bevor ich auf einzelne eingehe, will ich nur noch mal deutlich machen, dass diese Schutzfaktoren unterschiedlich schwer auch wiegen und Einfluss haben. Das heißt, wenn Sie hier jetzt lesen, hoher sozioökonomischer Status, hohes Bildungsniveau der Eltern, dann denken Sie vielleicht gleichzeitig auch, ja, aber die Kinder, mit denen wir zu tun haben, die haben gerade das eben alles nicht. Und dann kann ich Ihnen auch nur noch mal deutlich machen, dass eben diese Faktoren eben nicht bei jedem Kind eine Bedeutung haben oder sich zumindest nicht bei jedem Kind so stark auswirken. Das Gleiche gilt bei den Risikofaktoren. Wenn ich Ihnen jetzt noch eine Liste mit Risikofaktoren zeigen würde, würde jeder von Ihnen für sich selber da welche abhaken können. Und das bedeutet aber trotzdem nicht, dass Sie jetzt besondere Schwierigkeiten oder Belastungen haben, sondern man muss immer individuell gucken, welchen Einfluss hat ein einzelner Risiko- oder auch Schutzfaktor. Und ein hoher sozioökonomischer Status und hohes Bildungsniveau der Eltern hat natürlich insofern einen Einfluss, weil, wie wir ja leider wissen, der Zugang zu Bildung sehr viel, sehr stark damit zusammenhängt, aus welchem Elternhaus ich auch komme. Allerdings, wenn ich jetzt Eltern habe, die sehr viel Geld haben und ein hohes Bildungsniveau, aber sie bieten mir keine stabile emotionale Beziehung, dann wiegen die beiden anderen Faktoren nicht so stark. Und diese stabile emotionale Beziehung, das ist so ein richtiges Schwergewicht. Da komme ich jetzt nochmal explizit drauf, weil die eine Resilienzforscherin, die Sonja Lusa, die hat ein dickes Buch geschrieben, wo sie die letzten 50 Jahre der Resilienzforschung zusammengefasst hat. Und sie hat gesagt, sie kann das Ganze eigentlich auf einen Satz reduzieren. Resilience rests fundamentally on relationship. Also Resilienz beruht letztendlich hauptsächlich auf Beziehungen. Und was jetzt für uns als pädagogische Fachkräfte so elementar und wichtig ist, dass diese 19 Längsschnittstudien und viele Querschnittstudien darüber hinaus deutlich gemacht haben, dass es nicht die Beziehung zu den Eltern sein muss. Das ist natürlich der beste Fall und das ist die beste Startbedingung, die ein Kind haben kann. Aber viele von den Kindern, mit denen Sie bestimmt auch zu tun haben, die haben eben gerade keine stabile Familienverhältnisse und haben eben vielleicht keine Eltern, die ihnen diese unterstützende und zugewandte Beziehungen anbieten können. Und trotzdem haben sie eben die Möglichkeit, durch andere sogenannte kompensierende Beziehungen eben auch einen sehr wichtigen Schutzfaktor zu haben, der es ihnen ermöglicht, mit Schwierigkeiten und Belastungen umzugehen. Und natürlich ist es etwas anderes, eine pädagogische Beziehung zu jemandem zu führen, als die Bindung, die Eltern zu ihrem Kind haben. Aber wenn man sich die verschiedenen Studien anschaut und eben auch in die Interviews mit den später den Erwachsenen, die darüber berichten und sich doch nach 40 Jahren gut an pädagogische Fachkräfte in Kitas und Schulen erinnern können, die für sie ja Schlüsselpersonen waren, wo sie gesagt haben, die haben mir gezeigt, dass ich etwas wert bin, dass ich wichtig bin. Die haben mir gezeigt, dass ich in mich selber vertrauen kann,
Die haben mir gezeigt, welche Stärken und Fähigkeiten ich habe. Und ja, das war für mich ein Wendepunkt in meinem Leben. Und von diesen Interviews gibt es unglaublich viele auf der ganzen Welt. Und deswegen finde ich, kann man sich nicht oft genug diese Forschungsergebnisse auf der Zunge zergehen lassen als Fachkraft, um sich deutlich zu machen, welches Potenzial wir haben, Kindern eben diese Beziehungen anzubieten, auch wenn das eben natürlich nur für einen sehr begrenzten Zeitraum ist. Auf der Ebene der personalen Faktoren habe ich ja schon die Resilienzfaktoren erwähnt. Und die sind ein weiter wichtiger Baustein, insbesondere wenn wir an die Resilienzförderung denken. Und Resilienzfaktoren, das sind Fähigkeiten, die das Kind oder auch der Erwachsene in der Interaktion mit der Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben im Verlauf erwirbt. Also das heißt, diese Fähigkeiten erwerben wir alle, indem wir uns mit unseren Entwicklungsaufgaben auseinandersetzen. Und wenn diese eben positiv bewältigt werden, dann bekommen wir dadurch eine positive Rückmeldung und es entwickelt sich daraus ein stabiles Selbstkonzept. Und diese Fähigkeiten, auf die ich gleich eingehe, das sind quasi verschiedene Einzelkompetenzen, die sich dann eben zusammengesetzt oder die insgesamt die seelische Gesundheit fördern und die dann eben zusammengesetzt unter Belastung sich als Resilienz manifestieren oder wo man dann sagen kann, dass sie sich dann eben als schützend herausstellen. Gut, welche Resilienzfaktoren sind denn das jetzt gemeint? Und diese Frage habe ich mir selber gestellt oder haben wir uns auch im Zentrum für Kinder- und Jugendforschung gestellt, als wir uns diese vielen verschiedenen Langzeitstudien auch angeschaut haben und den Wunsch der Fachkräfte, wo soll ich denn ansetzen? Was kann ich bei Kindern unterstützen und fördern? Wenn ich da jetzt 20, 30 Faktoren habe, dann weiß ich gar nicht, wo ich eigentlich anfangen soll. Und wir haben deswegen angefangen zu gucken, in welchen Studien oder welche Faktoren kommen in welchen Studien denn besonders häufig vor und sind besonders gut als wirksam oder haben sich als besonders wirksam herausgestellt. Und wir sind letztendlich dazu dann zu 6 Resilienzfaktoren gekommen. Und diese Faktoren, die sind jetzt nicht in einer Reihenfolge zu betrachten und die sind auch nicht ganz leicht immer abgrenzbar, sondern das eine hängt mit dem anderen natürlich auch sehr häufig zusammen. Entschuldigung, ich muss gerade einen Schluck trinken. Das eine ist die Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und das bedeutet, sich selber gut einschätzen zu können, aber vor allen Dingen eben auch Gefühle zu kennen, zu erkennen und darüber auch sprechen zu können, auch mit anderen und eben andere gut einschätzen zu können. Das zweite ist die Selbststeuerung oder auch Selbstregulation. Und da geht es vor allen Dingen nicht nur darum, bei Wut und Aggressionen eben nicht zuzuschlagen oder rumzubrüllen, sondern es geht auch darum, sich zu motivieren und an etwas dran zu bleiben. Dann geht es um Selbstwirksamkeitsfähigkeiten, also um die Überzeugung, dass ich Dinge beeinflussen kann und auch Anforderungen bewältigen kann. Und damit ich diese Überzeugung habe, muss ich auch wissen, was habe ich denn für Stärken und Fähigkeiten, die ich wieder einsetzen kann, wenn schwierige Situationen da sind oder auch Anforderungen. Es müssen nicht unbedingt schwierige Situationen sein, es können auch An- und Herausforderungen sein. Und das Wichtige ist, dass eben jemand, der selbst wirksam ist, das Gefühl hat, dass er Dingen eben nicht hilflos ausgeliefert ist, also dass das Ganze nicht Schicksal ist und dem ich mich zu ergeben habe, sozusagen, sondern eben, dass man das Gefühl hat, man hat selber Stärken und Fähigkeiten in der Hinterhand, um etwas beeinflussen und auch kontrollieren zu können. Und das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, der auch im Zug zur Partizipation eine ganz wichtige Rolle spielt, auf die ich es nachher noch eingehen werde. Der vierte Resilienzfaktor ist die soziale Kompetenz. Das kennen Sie ja alles mit Sicherheit zur Genüge. Das Wichtige ist hier, dass es nicht nur darum geht, mit anderen gut zu interagieren, also sich Unterstützung holen zu können und Konflikte zu lösen, sondern auch sich selbst zu behaupten und auch mal Nein sagen zu können. Aktive Bewältigungskompetenzen oder der Umgang mit Stress wäre ein weiterer Resilienzfaktor. Und da geht es auch darum, seine eigenen Grenzen auch zu kennen und zu wissen,
eben auch hier wieder, welche Fähigkeiten und Stärken habe ich zur Verfügung, aber auch, wo muss ich mir Unterstützung bei anderen holen? Und da ist auch ein sehr großer subjektiver Aspekt mit drin, wie man stressige Situationen auch bewertet. Und das ist ja etwas ganz, also ist ja sehr unterschiedlich, wenn wir von Person zu Person gehen. Manche brauchen richtig viel Stress, um erst produktiv sein zu können, und andere werden davon krank. Das heißt, wie ich eine Situation bewerte, hängt ganz stark davon ab, ob ich in der Lage bin, sie dann auch zu bewältigen. Und wenn ich die bewerte als etwas, was ich bewältigen kann, dann tue ich das vor allen Dingen, wenn ich weiß, was ich dafür in der Hinterhand habe, also welche Kompetenzen und Fähigkeiten ich eben dafür zur Verfügung habe. Und der sechste Resilienzfaktor wären Problemlösefähigkeiten. Also das heißt, wenn man sich die verschiedenen Studien anguckt, dann hat sich gezeigt, dass insbesondere Kinder und Jugendliche und Erwachsene, die eben verschiedene Strategien zur Verfügung haben, um Probleme analysieren und bearbeiten zu können, dass es denen besser gelingt, mit Schwierigkeiten und Belastungen umzugehen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch gleich nachvollziehbar, dass eben jemand, der erstmal selber zu sich sagt, so jetzt mal stopp, versuche ich das Gedankenkarussell mal zu stoppen und erstmal zu gucken, was ist denn jetzt der nächste Schritt, und nicht schon ein zu großes Ziel anzugehen, sondern eben ein Ziel in kleinen Schritten zu bearbeiten. Das ist wiederum aber natürlich auch eine Fähigkeit, die haben Kinder im Krippenalter noch nicht. Das entwickelt sich erst im Laufe des Vorschulalters, aber hier werden zumindest Vorläuferfähigkeiten schon entwickelt, und das ist etwas, was wir auch als pädagogische Fachkräfte mit unterstützen können. Gut, bevor ich jetzt zu dem nächsten großen Themenkomplex Resilienz und Partizipation komme, können Sie vielleicht ja auch noch mal für sich kurz innegehen und überlegen, was sind denn Schutzfaktoren, die waren in meinem Leben bedeutsam? Und wenn Sie noch mal so an diese Liste denken, die ich Ihnen gezeigt habe, wo die verschiedenen Schutz- und Resilienzfaktoren aufgeführt war, vielleicht gibt es da auch Faktoren, die da nicht mit draufstehen. Also ich hüpfe noch mal wieder zu dieser Folie zurück. Ich habe da unten auch Pünktchen geschrieben, um Ihnen nur noch mal deutlich zu machen, dass es eben keine abgeschlossene Liste ist und dass es nicht darum geht, diese Liste abzuhaken bei jedem Kind, sondern eher zu gucken, welcher Schutzfaktor sich wie bei dem einzelnen Kind auswirkt. Und wenn ich eine stabile emotionale Beziehung habe, dann kann das sehr viele Risikofaktoren ausgleichen. Eine mindestens durchschnittliche Intelligenz hat zum Beispiel nicht so einen großen, starken Einfluss. Die macht es mir in vielen Dingen leichter, vor allen Dingen was Problemlösefähigkeiten betrifft. Aber alleine eine mindestens durchschnittliche Intelligenz reicht jetzt nicht, damit ich mit Schwierigkeiten und Belastungen gut umgehen kann. Was aber auch zum Beispiel noch dazu gehört, was hier jetzt nicht mit draufsteht, sind so Sachen wie Hobbys und Talente, besondere Fähigkeiten wie ein Musikinstrument spielen oder Kunst oder eben eine besondere Begabung, in der man aufgeht. Dann ist es aber auch die in der Natur zu sein oder auch Religion oder eben die Sinnhaftigkeit in etwas finden. Also da gibt es viele verschiedene Schutzfaktoren noch mehr. Und vielleicht können Sie für sich selber mal reflektieren, auch nach diesem Vortrag noch, was in Ihrem Leben wichtige Schutzfaktoren sind und gleichzeitig auch, welche Schutzfaktoren Sie für die Kinder in Ihren Einrichtungen unterstützen und anbieten können. Gut, dann klicke ich mal wieder weiter. Oder gibt es da gerade eine Frage? Da wird es gerade laut. Nicht, okay. Gut, also Resilienz und Partizipation, wie hängt das Ganze jetzt miteinander zusammen? Vielleicht wurde das jetzt auch schon zum Teil ein bisschen klarer in dem, was ich vorher zu Resilienz gesagt habe, dass es eine starke Wechselwirkung zwischen Resilienz und Partizipation gibt und Partizipation im Prinzip eine Methode ist, um Kinder und Erwachsene auch zu befähigen, mit schwierigen Situationen und Belastungen überhaupt erst umgehen zu können. Und verschiedene Formen der Partizipation tragen letztendlich auch dazu bei,
dass Resilienz überhaupt erst entwickelt und aufgebaut werden kann. Das heißt, je mehr Möglichkeiten ich Kindern biete, mitzubestimmen, desto mehr schaffe ich Voraussetzungen dafür, dass eine gelingende Resilienzförderung entstehen kann. Und ich glaube, so die engste Verbindung, die zwischen Resilienz und Partizipation besteht, lässt sich so an diesem Resilienzfaktor Selbstwirksamkeit nachvollziehen. Denn Selbstwirksamkeit ist etwas, was vor allen Dingen dadurch entsteht, dass andere in mich vertrauen und in meine Fähigkeiten. Das heißt, kein Kind kommt auf die Welt und sagt und weiß von sich, was es alles kann und ist selbstbewusst und hat ein stabiles Selbstkonzept, sondern das ist ja etwas, was sich eben in der Interaktion mit den Bezugspersonen entwickelt. Und wenn ich regelmäßig das Gefühl bekomme, es macht einen Sinn, dass ich hier auf der Welt bin, andere trauen mir zu, dass ich Dinge schaffe, dann wird das nach und nach in mein Selbstkonzept auch integriert und ich habe selber von mir die Vorstellung, dass ich ein Mensch bin, der Dinge schaffen kann. Und dieses Gefühl wird natürlich umso mehr verbessert und nicht nur ein Gefühl, sondern es wird dann auch zu einer festen Einstellung, wenn ich viele Erfahrungen machen kann, wo ich merke, ja, ich kann etwas bewirken. Und das ist natürlich ganz eng mit Partizipation verknüpft. Wenn ich mitbestimmen darf und sich dadurch etwas verändert, wenn ich höre, dass ich respektiert würde, dass meine Meinung etwas zählt, dann hat das gleich einen sofortigen Rückwirkung auf mein Selbstkonzept und eben auf meine Selbstwirksamkeitsfähigkeiten. Und ein Zitat, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass Partizipation nicht gelehrt werden kann. Also es reicht nicht einfach davon zu hören, wie wichtig das ist, sondern es muss vor allen Dingen selber erlebt werden. Und das macht einfach nochmal so deutlich, genauso wie eben bei diesen Selbstwirksamkeitserfahrungen, dass wir viele, viele Erfahrungen machen müssen und dass wir eben es zugetraut bekommen dürfen, etwas selber zu machen. Und dass dieses selber machen und diese Erleben und diese Erfahrungen aber natürlich jeweils an den Einzelnen angepasst werden müssen, weil nicht jeder die gleichen Fähigkeiten hat und das zum einen mit dem Alter natürlich zusammenhängt, aber auch mit unseren unterschiedlichen Stärken, mit denen wir auf der Welt sind und die wir gelernt haben. Und durch diese vielfältigen Erfahrungen wir eben dann die Möglichkeit haben, uns darin weiterzuentwickeln. Ich habe jetzt verschiedene Studien mir auch angeschaut und geguckt, welche positiven Auswirkungen kann Partizipation haben, insbesondere eben auf die Resilienzentwicklung. Und ich habe es gerade schon gesagt, dass derjenige, der das Gefühl hat, er ist respektvoll behandelt wird, der mitbestimmen darf, der fühlt sich wertgeschätzt. Und wenn ich mich wertgeschätzt fühle, dann steigt damit mein Selbstwertgefühl. Und eben auch, je öfter ich solche Erfahrungen mache, wird das in ein positives Selbstbild von mir selber eben integriert. Und ich habe die Wahrnehmung von mir als jemand, eben der es wert ist, dass er mitbestimmen darf, dass er mitreden darf, dass er auch etwas zu sagen hat. Und jemand, der häufig oder der gewohnt ist, mitzubestimmen, mitzureden, sich einzubringen, der hat einen viel schnelleren Zugang zu sich und seinen Gefühlen und hat natürlich auch ein viel größeres Repertoire auch an Wörtern und an Sprache, um sich mitzuteilen. Diese aktive Beteiligung generiert Erfahrungen, selber etwas bewirken und beeinflussen zu können. Also wie ich gerade eben ja schon deutlich gemacht habe, dadurch wird das Selbstwirksamkeitserleben gestärkt und Selbstwirksamkeit ist eben wiederum, wie die Selbstwahrnehmung, ein ganz entscheidender Resilienzfaktor, damit ich gut mit Schwierigkeiten und Belastungen umgehen kann. Gleichzeitig ist dieses, jemand hört mir zu, wenn ich mitreden darf und mir wird zugehört, stärkt auch natürlich die Beziehung zu demjenigen, der mir zuhört, mit dem ich zu tun habe. Und Beziehungen sind ja wiederum die Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt sich jemand resilient entwickeln kann. Ohne Beziehungen funktioniert weder Resilienz noch Partizipation.
Wenn ich lerne, mit anderen zu diskutieren, dann fördert das aber natürlich auch meine sozialen Kompetenzen, weil ich lerne, mich selbst zu behaupten, weil ich lerne, auch Kompromisse einzugehen. Und natürlich heißt es nicht, dass Partizipation nur gelingt, wenn ich immer Erfolgserlebnisse habe. Das werden wir gerade in Kindergruppen nicht machen können, dass jedes Kind immer Erfolgserlebnisse hat. Und es ist ja auch wichtig, mit dieser Frustration, die dazugehört, wenn mal meine Meinung nicht angenommen wird, sondern eine andere Meinung, das eben auch zu lernen, damit umzugehen, die sogenannte beliebte Frustrationstoleranz. Und das Wichtige dabei ist ja eben, dass ich das eben einer haltgebenden, warmen Beziehungen auch erleben darf. Und eben dann, ja, wenn das empathisch begleitet wird, mir das auch leichter fällt. Gut, und was Partizipation auch noch unterstützt, ist eben, sich ausdrücken zu können, seine Meinung zu vertreten. Und das wiederum hilft mir auch, Problemlösefähigkeiten weiterzuentwickeln, weil ich dann eben mit anderen gemeinsam auch Probleme von verschiedenen Seiten aus betrachten kann. Das heißt, wenn wir uns jetzt diese verschiedenen Ergebnisse aus Studien anschauen, dann wird deutlich, dass es sich lohnt, Partizipation zu unterstützen, weil das eben ganz viel Wechselwirkungen gleichzeitig eben zur Resilienz hat. Also das heißt, unterstütze ich Kinder in ihrer Partizipationsfähigkeit und biete da eben Rahmenbedingungen dafür, dann stärke und fördere ich gleichzeitig auch ihre Resilienz. Das heißt, Mitbestimmung hat sehr viel damit zu tun, komplexe Bildungsprozesse anzuregen und eben eine ganze Reihe von verschiedenen Kompetenzen auch zu unterstützen. Die Autonomieentwicklung, die häufig zitierte Selbstwirksamkeit, aber auch einen realistischen Weltbezug zu haben und prosoziale Beziehungen eingehen zu können. Ja, wie soll das Ganze jetzt funktionieren? Also es ist natürlich immer leicht zu sagen, stärken Sie die soziale Kompetenz, die Problemlösefähigkeiten und so weiter. Aber wie macht man das jetzt konkret im Alltag? Dafür ist es jetzt einfach erst nochmal wichtig, Voraussetzungen für eine gelingende Partizipation nochmal deutlich zu machen. Also das Wichtige ist insbesondere bei Kindern, dass sie von feinfühligen Erwachsenen begleitet werden. Und das bedeutet, dass Erwachsene sich auf eine dialogische Interaktion einlassen müssen. Also das heißt, eben sich auf die Ebene des Kindes auch einzulassen und auf ihre Gedankenwege, die oft ja viele Umwege gehen aus unserer Sicht und nicht immer für uns gleich ersichtlich ist, wo das Ganze hingehen soll. Aber sich eben auf diese Wege mit einzulassen, zu gucken, was sind denn auch wirklich realistische Umsetzungsmöglichkeiten für Kinder, damit sie eben dann auch Selbstwirksamkeitserfahrungen machen können. Und vor allen Dingen sehr wesentlich, Methoden auch so anzupassen, dass Kinder mit verschiedenen Teilhabemöglichkeiten auch teilnehmen können und eben nicht nur die Kinder, die schon viele positive Voraussetzungen auch mitbringen. Und ich glaube, so das Schwierigste für uns Erwachsene ist, dass wir bereit sein müssen, auch Macht abzugeben und damit eigene Einflussmöglichkeiten zu reduzieren. Und das eben wirklich auch in Bereiche, in denen wir das bisher vielleicht noch gar nicht so getan haben oder es uns auch nicht vorstellen konnten. Und ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, in Kinder zu vertrauen, denn nur das Vertrauen in ihre Fähigkeiten entwickelt sich eben dieses Selbstvertrauen. Also Zutrauen ist immens wichtig, damit Kinder sich selber vertrauen können und damit sie selber von sich sagen, das kann ich. Ich würde jetzt noch auf Kernelemente der Resilienzförderung eingehen, um dann anhand von ein paar praktischen Beispielen das noch zu verdeutlichen. Wichtig ist eine stärkenorientierte Haltung. Haltung ist ja immer so ein bisschen ein überfrachteter Begriff, aber ich will es hier nur darauf erstmal festlegen, dass es darum geht, eben Stärken und Fähigkeiten von Kindern in den Blick zu nehmen. Es geht dabei darum, nicht die Defizite zu ignorieren oder kleinzureden, aber es geht darum, mit einer anderen Brille auf Schwierigkeiten zu gucken. Und das ist jetzt zum Beispiel auch noch, wenn wir wieder auf Pippi Langstrumpf schauen,
die zeigt eben oder hat Strategien, die wir vielleicht als Erwachsene gar nicht so sinnvoll finden. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was das für sie für einen Sinn macht, ist es ihre Überlebensstrategie innerhalb ihres Kontextes. Und für sie ist es eben wesentlich, damit sie mit ihrer schwierigen Situation umgehen kann. Und es ist natürlich dann wiederum wichtig, wenn ich ihr andere Strategien anbiete, dann müssen die sich für sie auch lohnen. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Blick oder eine Veränderung des Blicks auf Strategien oder vielleicht auch Verhaltensweisen, die wir als störend und herausfordernd empfinden. Erstmal danach zu schauen, was haben die für einen Sinn für das jeweilige Kind, damit es ja in seinem Kontext bisher gut zurechtkommt oder zumindest so zurechtkommt, dass es nicht untergeht. Das heißt, es ist wichtig, danach zu gucken, welchen Eigensinn hat das Kind, was ist das Besondere und dafür auch Ausdruck oder Möglichkeiten zum Ausdruck zu schaffen. Und da wir ganz unterschiedliche Fähigkeiten haben, müssen wir eben dann auch, wenn wir mit Kindergruppen zu tun haben, auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten schaffen, um sich ausdrücken zu können. Der eine kann das über Sprache, der andere über Bewegung, wieder der andere über Kunst oder über Naturerfahrungen zum Beispiel. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Wege, die alle ihre Gleichberechtigung haben. Das Thema Beziehung, glaube ich, brauche ich jetzt nicht weiter ausführen. Das habe ich deutlich gemacht. Wichtig ist hierbei, wenn ich Selbstwirksamkeitserfahrungen unterstützen möchte, dann ist es sehr wichtig, die in der Zone der nächsten Entwicklung anzubieten, wie Vygotsky so schön sagt. Und damit meint man, Herausforderungen zu stellen, aber die müssen auch bewältigbar sein. Und das wiederum variiert ja von Kind zu Kind und erfordert, dass wir Kinder genau beobachten, um zu gucken, an welchem Entwicklungsabschnitt stehen sie denn jetzt gerade, um dann zu ermutigen und auch Erfolgsrückmeldungen zu geben, aber eben ja quasi immer hinten dran zu gehen und da zu sein, wenn etwas nicht klappt, aber eben zu ermutigen, es erstmal selber zu probieren. Sehr entscheidend ist, dass das Ganze in ein Gesamtkonzept eingebettet sein muss und dass es nicht darum geht, mal ein 10-wöchiges Resilienzprogramm zu machen und damit hat es sich dann wieder und da eben dann auch noch partizipative Aspekte mit reinzubringen, sondern das Ganze muss konzeptionell eingebunden sein. Weil sowohl bei der Resilienzförderung als auch bei der Förderung der Partizipation kann es nicht darum gehen, dass es nur um die Verhaltensänderung eines Kindes geht, sondern es geht auch darum, sich an den Verhältnissen zu orientieren und zu gucken, ob die Rahmenbedingungen für alle passend sind. Und deswegen müssen auch alle Ebenen mit einbezogen werden und nicht nur die Kinder alleine adressiert werden, sondern auch wir als pädagogische Fachkräfte, die Einrichtung selber, die Bezugspersonen und das Netzwerk um die Einrichtungen drumherum. Sonst ist das Ganze zu sehr lastet auf einzelnen Schultern und dann ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Gut, komme ich zu ein paar praktischen Anregungen. Und diese Anregungen sollen vor allen Dingen nochmal deutlich machen, dass es sowohl bei der Resilienzförderung als auch bei der Förderung der Partizipation nicht darum geht, immer wieder neue Dinge zu erfinden und sich auch immer wieder mit ganz vielen neuen Dingen auch zu belasten. Weil ich weiß sehr gut, wie der Alltag in ihren Einrichtungen aussieht und wie sehr sie selber belastet sind. Und umso wichtiger finde ich es, dass sie eher mit einer anderen Brille auf die Dinge schauen, die sie schon in ihren Einrichtungen tun. Und ich bin ganz sicher, dass sie ganz viele Dinge schon tun, die resilienzförderlich sind und die die Partizipation von Kindern unterstützen. Das sind Portfolios und das sind auch Dokumentationsverfahren wie Bildungs- und Lerngeschichten. Und zwar deshalb, weil sie deutlich machen, wenn sie richtig geführt werden, dass hier Stärken und Fähigkeiten von Kindern dokumentiert werden. Das Entscheidende ist, dass sie nicht nur einfach dokumentiert werden, sondern dass sie dem Kind zugänglich gemacht werden, dass mit den Kindern darüber gesprochen wird, dass sie Rückmeldungen dafür bekommen. Dafür sind ja auch die Lerngeschichten da, dass die den Kindern nicht nur vorgelesen werden oder dass sie einfach nur fürs Papier geschrieben werden im schlimmsten Fall, sondern dass sie im Dialog mit den Kindern sich daran zurückerinnert wird an diese Situationen, in denen sie etwas geschafft haben
Und je häufiger ich mit Kindern über solche Dinge rede, desto mehr verankert sich das auch kognitiv. Und je öfter ich diese Erfahrungen mache, desto positiver wird das verankert in meinem Selbstbild. Also deswegen versuchen Sie nicht immer ganz viele neue Dinge zu machen, sondern versuchen Sie eher eben mit Kindern im Dialog zu sein und sich mit ihnen gemeinsam an die Dinge zu erinnern, die gut funktioniert haben und was die Kinder selber dazu beigetragen haben. Es gibt ganz viele verschiedene Methoden, um mit Gefühlen mit Kindern zu arbeiten. Die Gefühlsuhr ist nur eine von ganz vielen. Da sind Sie methodisch mit Sicherheit viel besser aufgestellt als ich. Als Idee nur die Gefühlsuhr verwenden wir sehr gerne, wenn wir mit Kindern zum Thema Resilienz arbeiten. Da wird von jedem Kind eben ein Foto gemacht zu unterschiedlichen Gefühlszuständen. Und dann kann das Kind selber auf dieser Uhr dann einstellen, wie es ihm gerade geht. Das kann man dann im Morgenkreis umgeben. Das kann man aber auch nutzen, wenn man mit dem Kind zwischendurch sprechen möchte. Und gerade Kinder, die noch nicht gut die deutsche Sprache sprechen, haben hier eine Möglichkeit, sich nicht nur über Sprache auszudrücken, sondern eben dann über ihre Gestik und Mimik zu verdeutlichen, wie es ihnen geht. Ein ganz wesentlicher, aber auch simpler Aspekt, auch natürlich von Partizipation, ist, dass Aufgaben übertragen werden, dass eben, das wissen Sie aber auch schon selber sehr gut, dass auch Kleinkinder eben schon wichtige Aufgaben für die Gruppe übernehmen können. Und das Wichtige ist aber nicht nur, diese Aufgaben zu übertragen, sondern mit den Kindern immer wieder auch darüber zu sprechen, was hat gut geklappt und dass sie eine Rückmeldung dafür bekommen, dass sie eben stolz auf sich sind, dass sie selber begreifen, was sie selber für die Gruppe bewirken, wenn sie diese Aufgaben eben übernehmen. Eine Methode, die wir total gerne auch mit unseren Studierenden machen, und dann damit in Kindertageseinrichtungen unterwegs sind sogenannte Spielboxen. Und bei diesen Spielboxen geht es darum, zu einem Thema in einer Box viele verschiedene Materialien zu sammeln. Und das sind keine Materialien, die jetzt irgendwie neu gekauft sind, sondern das sind Alltagsgegenstände, die eben ja, zu einem Thema, von dem man weiß, dass das Kind oder mehrere Kinder sich gerade damit sehr beschäftigen. Und die dazu anregen, sie in einen neuen Zusammenhang zu bringen und eigene Spielideen zu entwickeln. Bei diesen Spielboxen geht es also weniger darum, ein vorgefertigtes Spiel zu spielen, sondern durch die Materialien, die da sind, auf eigene Spielideen zu kommen. Und als Fachkraft begleite ich dieses Spiel oder diese Spielideen sprachlich und gebe natürlich Hilfestellung und Unterstützung, wenn es nicht weitergeht. Aber das ermöglicht den Kindern wieder die Erfahrung, ich kann selber auf Spielideen kommen und ich kann selber meiner Fantasie freien Lauf lassen und gemeinsam mit anderen Kindern etwas Neues entdecken. Die Methode der Kita-Führung von meiner Kollegin Nancy Gesemann, Walter und Tedinga kennen Sie vielleicht auch. Also Kinder selber sich von den Kindern ihrer Einrichtung durch ihre eigene Einrichtung führen lassen, mit einem Fotoapparat und sich erzählen zu lassen, in welchen Räumen sie sich besonders wohlfühlen, aber auch Räume, wo sie sich noch was wünschen, was ihnen fehlt. Und wir nutzen diese Methode gerne auch in Forschungsprojekten, um eben herauszufinden, was Kinder brauchen und wo Kinder von sich selber sagen, das ist für mich wichtig. Und da stellt sich ganz oft raus, dass Kinder insbesondere die Orte lieben, die sie als geheime Orte, als Orte, die nur sie als Kinder kennen und denen sie bestimmte Attribute auch zuweisen und wo sie eben auch ungestört für sich sein können und wo sie eben selber bestimmen können, was sie an diesen Orten machen. Und eine letzte Methode, und dann muss ich auch langsam zu Ende kommen mit dem Blick auf die Zeit, ist ihre Regeln, die Sie in der Einrichtung haben, auch nochmal im Team zu diskutieren und zu überlegen, müssen wir alle Regeln, die wir aufgestellt haben, noch so beibehalten oder ist es nicht auch möglich, mal Ausnahmen von der Regel auch zu machen? Das meine ich vor allen Dingen im Hinblick auf die Kinder, die uns herausfordern, wo wir das Gefühl haben, die brechen jede Regel und wir müssen dann immer wieder Konsequenzen anwenden, die aber scheinbar auch nichts bringen. Und dann mit den Kindern gemeinsam zu diskutieren,
welches Kind muss diese Regel vielleicht nicht einhalten? Ich rede zum Beispiel hier vom Morgenkreis. Also müssen alle Kinder immer am Morgenkreis teilnehmen? Oder gibt es nicht die Möglichkeit, eben für das ein oder andere Kind etwas anderes in der Zeit zu machen? Das muss aber natürlich auch wiederum gut besprochen werden, damit alle anderen Kinder das auch mit annehmen können und nicht der ganze Morgenkreis auseinanderfällt. Gut, darüber könnten wir jetzt, glaube ich, bestimmt noch länger diskutieren. Es sollten nur ein paar Anregungen sein. Und bevor ich schließe, möchte ich noch ganz kurz etwas, ein paar kritische Aspekte zum Umgang mit dem Resilienzkonzept anmerken, weil ich mit Sorge betrachte, dass insbesondere in der populärwissenschaftlichen Literatur sehr stark diese subjektive und individualisierte Sichtweise betont wird. Also das heißt, was der Einzelne machen muss, um mit Schwierigkeiten und Belastungen umzugehen. Und es sehr viel weniger populär ist, danach zu schauen, wie sich Verhältnisse verändern müssen. Das sehen wir nicht nur auf der Ebene der Kinder, das ist insbesondere auf der Ebene der Erwachsenen sehr, sehr deutlich. Das heißt, es gibt immer mehr Resilienztrainings, wo wir uns selber fit machen sollen für immer schwieriger werdende Rahmenbedingungen. Und ich kann einfach nur sehr stark davor warnen, weil gerade die Ergebnisse der Resilienzforschung sehr deutlich machen, dass alleine die Förderung der personalen Faktoren, der Resilienzfaktoren, nicht ausreichend ist, sondern dass viel wichtiger noch die sozial vermittelten Ressourcen sind und die beiden in einer Kombination dazu beitragen, dass Menschen sich gesund entwickeln. Und Resilienz ist kein Allheilmittel, das ich einfach auf alles anwenden kann und darf nicht für wirtschaftliche und politische Zwecke missbraucht werden. Und ein letzter Aspekt, der Sie vielleicht erstmal etwas erstaunt. Ich bin sehr für Ressourcenorientierung und Stärkenorientierung. Habe ich ja auch gesagt, dass das ein wichtiger Aspekt der resilienzförderlichen Haltung ist. Aber was ich immer wieder beobachte, ist, dass wir zu schnell bei den Ressourcen und Stärken sind. Und eine resiliente Entwicklung hat immer auch zu tun mit Wut, mit Angst, mit Trauer. Denn Resilienz ist ja immer verknüpft mit einer Belastung, einer Risikosituation. Und wenn wir belastet sind, dann geht es uns nicht gut. Und wenn dann jemand kommt und gleich auf meine Ressourcen und Stärken schaut und gleich mich fragt, was das Ganze denn für einen Sinn für mein Leben haben könnte, dann bin ich dafür überhaupt nicht bereit. Sondern ich brauche erstmal Menschen, die mit mir diese Situation aushalten, die für mich da sind und diese schwierige Zeit, die eine Krise immer bedeutet, eben auch mit mir gemeinsam die begleitet und mich dann darin unterstützt, den Blick irgendwann zu heben und auch auf die Ressourcen und Stärken zu gucken, um aus diesem Prozess herauszukommen. Aber Resilienzprozesse bedeuten immer, dass sie Zeit brauchen. Das ist also eben ein Resilienzprogramm, das Ihnen verspricht, innerhalb von 10 Wochen kommen Sie gut mit allem klar. Das funktioniert nicht. Und deswegen wünsche ich Ihnen sehr, dass Sie für die Kinder, mit denen Sie zu tun haben, solche Beziehungspersonen sind, die eben schwierige Situationen mit den Kindern auch aushalten. Und damit springe ich mal kurz zu meinem Abschlusszitat. Every child needs somebody who is completely crazy about him. Das heißt, jedes Kind und im Prinzip jeder Mensch braucht jemanden, der völlig verrückt nach ihm ist. Und ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie so jemand für die Kinder in Ihren Einrichtungen sind und andersherum, dass Sie auch jemanden haben, der völlig verrückt nach Ihnen ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gut, wir haben jetzt kurz nach 5. Bis dahin habe ich Zeit gehabt. Ich hoffe, das ist so. Ja, Frau Runderböse, vielen Dank. Sie haben mich ein bisschen crazy nach Ihnen gemacht, muss ich zugeben. Und vielleicht darf ich mit einer ersten Frage starten, Iris, wenn es okay ist, bevor du übernimmst. Ja, aber ich kann sagen, wir hatten auch schon hier ersten Lob und Dank für den tollen Vortrag im Chat, ja, auf jeden, genau, Fall. Also. An dieser Stelle. Ja. Mich hat gerade jetzt nochmal sehr berührt, dass Sie gesagt haben, also nicht nur den Blick auf die Ressourcen, sondern auch auf diesen Bewältigungsprozess. Ja. Und da fände ich es gut, also wenn Sie als Fachkräfte, die Sie ja hier in der Runde sind, vielleicht nochmal so Themen sagen, wo Sie merken, boah, da müssen und da dürfen wir Kinder in diesen Bewältigungs- und
Wachstumsprozessen, wo die innerlich wachsen, auch begleiten. Ich hatte jetzt gerade noch mal so gedacht an also den Austausch daran, wenn Kinder zum Beispiel darin begleitet werden, wenn Eltern sich trennen oder wenn es so ganz schwierige Situationen sind. Das ist ja für eine Fachkraft nicht, jetzt ist das Problem und dann haben wir heute Mittag die Lösung, sondern das ist ja wirklich ein Mitgehen und ein Mit-Aushalten, das Kind beobachten, die Kommunikation bei den Hol- und Bring-Situationen. Da war ich jetzt gerade so dran erinnert, dass das eine der schwierigsten Bewältigungssituationen von Kindern ist, die daran aber auch durchaus wachsen können. So, das wünsche ich ja keinem, aber Sie wissen, was ich meine. Und eigentlich ist das eine originäre pädagogische Aufgabe, die im Team auch wirklich anspruchsvoll ist. Also haben Sie noch andere Beispiele? Kann ich gern gleich sagen. Ich würde nur noch gern noch mal kurz darauf zurückkommen, dass es, finde ich, auch ein Stück weit auch entlastend ist, sich Zeit lassen zu dürfen. Ja, also dass es nicht darum geht, die Kinder möglichst schnell wieder funktionierend und dass es ihnen super gut geht, weil das ist auch nicht gut für ihre Entwicklung, sondern es ist wichtig, dass eben auch negative Gefühle sein dürfen und dass wir aber dann in der Begleitung durch andere lernen, wie man damit umgeht und dass es erlaubt ist, dafür auch Zeit zu haben. Und das ist, finde ich, als Fachkraft auch wieder entlassen zu wissen, ich habe auch Zeit für diese Begleitung. Ja? Und damit ich diese Zeit habe, muss ich das aber natürlich auch an die Bezugspersonen kommunizieren, die natürlich oft sehr in Angst und Sorge sind, oh, mein Kind ist schon so lange traurig und das spielt irgendwie anders als sonst. Das sind natürlich auf der einen Seite Alarmzeichen, auf der anderen Seite auch ein gesunder Ausdruck davon, es ist etwas nicht in Ordnung. Ja? Und ich würde mir mehr Sorgen machen um Kinder, an denen man gar nichts merkt, ja, die in der Krise sind und die scheinbar ganz unbeeindruckt davon sind. Das würde ich nicht sagen, das ist eine resiliente Eigenschaft oder Fähigkeit, sondern da würde ich eher nochmal genauer hingucken, ob diese Kinder auch überhaupt in der Lage sind, deutlich zu machen und anderen zu zeigen, mir geht es nicht gut, vielleicht durften sie das bisher nicht. So, das mal das Erste. Und das Zweite, andere Situationen, also es müssen gar nicht immer die großen Krisen sein. Es sind ja auch zum Beispiel die Eingewöhnungsprozesse, die Übergänge. Ja, also Übergänge an sich sind oft so ein ganz großer Punkt, ja, wo Resilienz eine große Rolle spielt und wo Begleitung wichtig ist. Das ist dann aber auch, sind ganz normale Entwicklungsaufgaben, wie zum Beispiel Bruder oder Schwester werden, ja, Veränderungen innerhalb der Familie. Aber es sind natürlich dann auch die großen Krisen, ja, wenn eine Bezugsperson verstirbt oder auch, wenn ich woanders hinziehe. Also alles, was mit Veränderungen zu tun hat, sind Prozesse, die begleitet werden müssen. Ja, vielen Dank. Ja, einmal kam auch im Chat jetzt noch die Frage, wo man jetzt dann gute Literatur und Praxistipps findet, auch für Krippen. Gibt es noch irgendwelche Internetseiten vielleicht auch oder haben Sie jetzt ein, zwei Autoren auf Lager? Ja, ich habe tatsächlich eine Autorin auf Lager, das ist eine liebe Kollegin von mir, die Silke Kaiser, die hat zur Resilienzförderung im Krippenalter promoviert. Und ich glaube, der Titel heißt sogar Resilienzförderung im Krippenalter. Mhm. Aber wenn Sie Silke Kaiser googeln mit K-A-I-S-E-R, jetzt neue Professorin auch bei uns an der Hochschule, dann kommen Sie direkt da drauf. Und die hat auf theoretischer Ebene, aber auch auf praktischer Ebene ein Konzept entwickelt, wie man eben Resilienzförderung in der Krippe umsetzen kann. Ja, es gab auch noch eine Frage, ob das Resilienzkonzept ein universelles Konzept ist oder ob es auch interkulturelle Unterschiede gibt, die feststellbar sind. Ja und nein. Also es gibt Faktoren, die sind universell, ja, die gelten für alle Kulturen und da zählt eben dieser Faktor Beziehung. Also der ist über alle Kulturen hinweg, hat sich der gezeigt als eben als der Schutzfaktor schlechthin. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die kulturell sehr unterschiedlich sind. Und das hängt sehr stark eben auch damit mit den Werten und Normen einer Gesellschaft auch zusammen. Und was ich zum Beispiel auch als sehr stärkend herausgestellt habe, sind
na, resiliente Communities, also Gemeinden. Und das ist in Deutschland noch gar nicht so sehr verbreitet. In anderen Kulturen ist ein viel größerer Zusammenhalt. Ja? Und das hat ja auch wieder was mit Beziehungen zu tun, die hier gelebt werden. Wenn wir aber zum Beispiel auf den personalen Faktor Geschlecht gucken, was sich vielleicht einige gefragt haben, wieso ist das weibliche Geschlecht jetzt ein Schutzfaktor? Dazu muss man sagen, das ist jetzt auch einer, der sehr kontrovers diskutiert wird und auch gar nicht so viel so eindeutig immer ist. Aber was sich eben gezeigt hat, dass eben gerade die körperliche Gesundheit im Kindesalter bei Mädchen stabiler ist. Mhm. Letztendlich kann man jetzt aber aus einem weiblichen Geschlecht, vor allen Dingen, wenn ich jetzt in einer Gesellschaft aufwachse, wo Frauen nicht anerkannt werden oder eben jetzt gerade wie in Afghanistan nicht geduldet werden, dann bringt mir das weibliche Geschlecht auch. Ist ein Risiko, das heißt, ja. Da muss man sehr gut eben jeweils immer hingucken, was bedeutet das für den individuellen Menschen. Ja. Mhm. Genau. Na, jetzt kommt dir gerade noch mal eine längere Frage. Genau, es gibt Selbstwirksamkeitsprozesse im Alltag, dass man irgendwie Zeit und Raum gibt, Kindern eben diese Erfahrungen machen zu lassen. Ich kann jetzt eine Schuhe anziehen oder ich kann jetzt eine Jacke anziehen. Dass man eben mit Kindern das dann gemeinsam erlebt und sie dabei unterstützt, da irgendwie immer den nächsten Schritt zu erreichen. Ja, ja, und ich finde, es ist einfach noch mal so wichtig, wie die jetzt hier im Chat auch sehr schön steht, dass es eben diese kleinen Alltagssituationen gibt. Und es braucht eben, Resilienz ist nicht etwas Besonderes. Das wird gerne so verkauft. Ja? Aber Resilienz zeigt sich im Alltag. Und das finde ich auch als Fachkraft wieder sehr beruhigend. Ich muss jetzt nicht 1000 Sachen abarbeiten. Ich muss nicht ganz viel Neues installieren in der Einrichtung, sondern ich muss eher auch mit einer anderen Perspektive auf die Dinge schauen, die ich schon tue, und denen auch eine andere Aufmerksamkeit geben, ja, und auch eine andere Wertigkeit. Und das ist auch sehr hilfreich gegenüber Bezugspersonen, ja, also und auch nochmal eine sehr gute Begründung dafür, dass wir nicht einfach nur mit Kindern spielen, ja, und was ist schon dabei, Kinder beim Schuhe anziehen zu begleiten, aber wenn man dann nochmal deutlich macht, was das alles für die Entwicklung bedeutet und eben letztendlich sogar die Resilienz von Kindern stärkt, dann finde ich, bekommt die pädagogische Arbeit nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Mhm, genau, die nächste Frage bezieht sich auf die Zusammenarbeit mit Eltern. Und da weiß ich, dass die Freiburger Fraktion auch in dem Thema immer sehr versiert ist. Wie kann man auch vielleicht Eltern stärken und unterstützen, einerseits vielleicht auch belastende Situationen, die sie selber erfahren, auszuhalten, aber auch vielleicht belastende Situationen, die sie mit ihrem Kind erfahren. Also auch viele Fachkräfte berichten ja davon, ne? Kinder werden zunehmend als eigensinnig oder als herausfordernd erlebt und bringen Eltern und Fachkräfte da an ihre Grenzen. So. Wie kann man Eltern stärken? Mhm. Also da finde ich es auch nochmal sehr wichtig, auch zum einen mit den Eltern das auszuhalten und ihnen überhaupt, also viele Eltern sind einfach total froh, da ist jemand, der hört mir zu. Die Erfahrung werden bestimmt viele von ihnen selber auch gemacht haben. Wenn wir die Zeit und den Raum haben, Eltern zuhören zu können und sie haben da eine Möglichkeit, oder sie finden den Platz, über ihre Schwierigkeiten und Fragen auch sprechen zu können, dann ist das für viele schon mal eine ganz wichtige Erfahrung, die viele gar nicht haben. Ne? Und die wir in vielen Einrichtungen auch gar nicht anbieten können, weil die Zeit dafür fehlt. Ne? Und das Zweite ist dann eben, wenn dann eben genug Zeit gelassen wurde, auch diese Schwierigkeiten und Belastungen zu thematisieren, dann wiederum auch den Blick zu öffnen und eben auch zu gucken, was kann das Kind aber alles gut, worauf bin ich stolz, und eben damit einer anderen Brille dann aufzuschauen. Ich finde es aber gleichzeitig auch wichtig, dass die pädagogischen Fachkräfte in Einrichtungen das nicht alles kleine schultern für sich, sondern da diese Netzwerke dann auch nutzen, Beratungsstellen. Es gibt zum Beispiel schon auch von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung, die BKE, finde ich eine super gute Online-Seite, die man an Eltern weitergeben kann, wo sie mit Therapeuten Termine ausmachen können oder chatten oder eine Frage stellen können und auf sehr fundierte Art und Weise, ich habe das selber ausprobiert, da Rückmeldungen bekommen. Also ich möchte einfach da auch entlasten, dass Fachkräfte jetzt nicht alle Probleme der Eltern jetzt mitbearbeiten sollen, sondern eher sich ein Netzwerk schaffen, wo sie auch hinverweisen können. Und das Wichtige ist eher, die Eltern zu unterstützen, da dran zu bleiben,
wirklich auch hinzugehen, wirklich sich zu trauen, den nächsten Schritt zu machen. Mhm. Aber dann, dass wir eben das auch wiederum abgeben. Genau. Ja, eine Frage bezog sich auch mal allgemein irgendwie auf, zweimal jetzt gerade auf traumatisierende Erlebnisse, vielleicht auch, ne, Kinder aus der Flutkatastrophe und einmal auch nochmal geflüchtete Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten, aber auch allgemein einen positiven Umgang mit Angst zu leben in der Kita ist ja auch nochmal Thema. Mhm. Also komme ich erstmal auf das Thema Trauma. Ich glaube, da auch hier ist erst nochmal ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Kita einen stabilen Ort für die Kinder darstellt. Und wenn ich diesen stabilen Ort aber jetzt auch nicht mehr bieten kann, weil die Kita durch auch überflutet ist und wir sind an einem anderen Ort, dann wird nochmal wieder deutlich, wie wichtig die Beziehung ist, die ich zu den Kindern habe. Ja? Und das Entscheidende ist eben, den Kindern möglichst Routinen zu bieten, die ihnen Sicherheit geben. Also Sicherheit ist so die Basis, damit Kinder erstmal wieder entspannen können. Ja? Und wenn sie diese Sicherheit nicht haben, dann können sie sich auch nicht an den Themen zuwenden. Also das ist erstmal so das Grundlegende, im Team gemeinsam zu überlegen, wie können wir unseren Kindern die Sicherheit vermitteln, dass dies der Ort ist, an dem wir in Ruhe spielen können, wo wir wieder lachen dürfen, wo wir auch nicht die ganze Zeit dran denken müssen, was alles passiert ist. So, ne? Und dass es in Ordnung ist, auch mal wieder zu lachen, ja, und dass nicht alles bedrückend ist. So, und gleichzeitig aber auch immer die Augen offen zu halten, wann ist da ein Kind, das braucht jetzt in den Arm genommen zu werden, das braucht ein Gespräch, und den Kindern immer wieder zu signalisieren, ich nehme dich wahr. Ja, ich habe mitbekommen, dass es dir gerade nicht so gut geht und ich bin hier. Immer wieder deutlich zu machen, ich bin hier für dich. Ja? Und das andere, dem Angstbewältigung Raum zu geben, Angst ist ein überlebenswichtiges Gefühl, ist ein ganz notwendiges Gefühl und eben, das meinte ich auch, eben nicht zu stark ressourcenorientiert zu sein. Negative Gefühle dürfen auch Platz haben. Ne? Und auch hier haben wir einen ganz starken Vorbildcharakter, auch als Fachkräfte zu sagen, boah, also diese Flutkatastrophe hat mir auch echt Angst gemacht. Ja? Also nicht zu sagen, ach, so war alles nicht so schlimm. Ja, war für mich gar nicht schlimm. Und da muss man keine Angst haben. Dann sind wir nicht echt. Ja, dann sind wir auch nicht glaubhaft. Und wenn wir dann, das Entscheidende ist dann nicht nur zu sagen, ich habe auch Angst gehabt, sondern dann auch zu zeigen, wie bin ich denn mit dieser Angst umgegangen? Ich habe mich nicht dieser Angst hilflos ergeben, sondern mir hat gut getan, mit anderen zu sprechen und es tut mir gut, mit euch jetzt hier zu sein, meine Arbeit machen zu können. Ja, also Angst zu zeigen, ja, und gleichzeitig aber auch, wie ist denn Angst dann wiederum auch bewältigbar? Weil natürlich sonst das wiederum zu sehr Angst macht, wenn Erwachsene Angst haben. Mhm. Ich würde gerne noch mal was in eine ganz andere Richtung fragen. Und zwar, glauben Sie, dass wenn man ein sehr resilientes Team hat, also was als Mitarbeiterteam und Leitung gut für sich sorgt und seine Resilienzrucksäcke gut gefüllt hat, dass Sie dann mehr den Blick für die Resilienzförderung von Kindern haben? Ja, ganz definitiv. Also wenn wir mit Einrichtungen arbeiten, dann sagen wir immer, dass das ein ganz wesentlicher Baustein ist. Und wenn man die Resilienz von Kindern und Familien stärken will, dann ist der erste Ansatzpunkt, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und gucken und mit der Einrichtung. Ja, also wie gehen wir hier miteinander um? Gibt es genug Möglichkeiten, von den eigenen Gefühlen zu sprechen? Was wird anerkannt, was wird nicht? Wie ist die Wertschätzungskultur unter den Kollegen welche Räume haben wir denn auch für uns als Fachkräfte, was tut uns gut? Ja, und das ist ein ganz wesentlicher Baustein, weil wir ja eben auch Vorbild sind. Und wir können nur Vorbild sein, nicht indem wir so tun, als ob, sondern indem wir eben selber uns auch damit auseinandergesetzt haben. Und das ist nicht immer einfach. Ja, ich habe jetzt im Chat im Moment keine weiteren Fragen. Ich hoffe, ich habe auch nichts übersehen. Genau, ich hätte sonst noch vielleicht eine abschließende. Wir haben unter den Corona-Bedingungen ja auch festgestellt, es gab Kitas, die
komme nochmal ein Stück auf die Partizipation vielleicht auch zurück, die sich wahnsinnig angestrengt haben, weiterhin so viele Familien, so viele Kinder wie möglich irgendwie einzubeziehen und wenn sie auch die Kinder und die Familie nicht in die Kita reinholen konnten, doch ganz viel möglich zu machen. Aber wir haben auch festgestellt, dass ganz viel auseinandergebrochen ist und auch ganz viele Kitas für sich selber keine Wege und Möglichkeiten gesehen haben, Eltern eben zu unterstützen, Kinder irgendwie zu unterstützen, partizipative Prozesse, die vielleicht sogar schon in Gang gesetzt worden waren, irgendwie weiterzuführen. Also man hatte vorher irgendwie noch begonnen, über die Anschaffung der nächsten Bücher für die Bücherkiste irgendwie mit den Kindern zu sprechen und abzustimmen, und auf einmal war alles abgebrochen und die haben für sich selber gar keine Lösungen und Möglichkeiten mehr gesehen, das irgendwie weiterzuführen und stehen auch jetzt da irgendwie immer noch ein bisschen mit leeren Händen da und wenden sich teilweise auch an uns oder nehmen an unseren Fortbildungen teil. Haben Sie für solche Kitas vielleicht noch Ideen oder Tipps? Also ich glaube, das Wichtigste vorneweg ist einfach, sich hier auch ein Stück weit deutlich zu machen, wir können jetzt einfach nicht alles auf einmal wieder so machen wie vorher. Es gab nun mal ein einschneidendes Erlebnis und das ist etwas, mit dem müssen wir alle erst lernen, umzugehen. Und aber das, was wichtig ist für die Kinder und auch für die Familien dann, diesen Umgangs- oder diesen Bewältigungsprozess dann nicht im stillen Kämmerlein zu machen, sondern mit allen gemeinsam und das auch offen anzusprechen und zu sagen, ach, wir sind echt total traurig, dass das jetzt so ist. Und wir waren eigentlich auf so einem guten Weg und dann wurden wir unterbrochen und wir haben jetzt die Aufgabe, nochmal von vorne anzufangen. Und wir müssen irgendwo anknüpfen, wo irgendwie der Faden abgeschnitten ist. Und wir brauchen jetzt von allen Unterstützung und Hilfe und gemeinsam möchten wir uns da jetzt auf den Weg machen. Also ich bin kein Fan davon, zu versuchen, das immer alles wieder gerade zu drücken, sondern ganz viel funktioniert, indem man ehrlich miteinander umgeht und deutlich macht, das ist jetzt der Punkt, an dem wir stehen. Und das ist jetzt traurig und das macht wütend und da ist man frustriert. Aber jetzt beginnen wir den nächsten Schritt und den können wir nur in kleinen Schritten gehen. Und da müssen wir gucken, wen brauchen wir alles dafür? Wen können wir uns als Unterstützung holen? Und eben auch hier wieder sich dafür auch Zeit zu lassen, sonst überfordern wir uns alle. Ja, also das ist einfach natürlich ein Phänomen unserer heutigen Zeit, dass alles immer schneller sein muss und alles schnell wieder gut. Aber da kann ich nur immer wieder betonen, also dieses einen Gang zurückschalten, was Corona zum Teil ja auch dazu beigetragen hat, in manchen Bereichen, in vielen hat es das Gegenteil bewirkt, aber trotzdem dieses Gang zurückzuschalten und sich Zeit zu lassen für diese ganz wesentlichen Prozesse. Und da einfach zu sagen, das lohnt sich, wenn ich mir die Zeit lasse, dann kann ich es dann auch gründlich und richtig machen. Mhm. Ja, danke schön. Genau, da stand jetzt gerade noch, ob man die Quellenangaben aus der Präsentation noch bekommt. Das ist gut, dass Sie das nochmal sagen. Die stehen nämlich noch nicht auf der Präsentation. Das werde ich aber noch nachreichen. Und wenn es dann hochgeladen ist, dann sind die da drauf. Genau. Wunderbar. Ja, ich habe noch eine kurze Abschlussfrage. Sie hatten vorhin nochmal gesagt, Partizipation kann nicht gelehrt werden, sondern muss im Alltag für die Beteiligten durch das Erleben von Zugehörigkeit in Vielfalt erfahrbar sein. Das heißt, das ist ja so, dass ich als Fachkraft genau diesen Prozess täglich organisiere in der Kindergruppe. Wenn wir das jetzt auf die Ebene, ich sag mal, Leitung ist in einem Trägerverbund und im Dialog mit Trägern. Was können Sie denn da Leitungskräften und Fachkräften empfehlen, ich sag mal, um genau diese Aspekte im Trägergespräch deutlich zu machen? Weil ich glaube nicht, dass alle Träger das, ich sage das jetzt nur so, auf dem Schirm haben. Ja, ich glaube, also auf Trägerebene ist es immer gut zu sagen, was das Ganze bringt. Also was haben die denn davon? Ja, und da hilft es dann schon, diese Forschungsergebnisse dann deutlich zu machen. Ne? Also was bringt die Partizipation? Und nicht nur das ist jetzt mal so etwas, was gerade en vogue ist und was alle Kitas mitmachen müssen, sondern was bringt das explizit für die Entwicklung der Kinder und was macht es dann letztlich auch für uns als Einrichtung leichter? Und ich meine, für Träger ist es natürlich dann auch immer wichtig, wie können wir uns verkaufen, wie können wir auch deutlich machen, dass wir ein Träger sind,
wo es gut ist, als Fachkraft hinzukommen und zu arbeiten. Es geht ja viel um Fachkräftegewinnung. Also da finde ich, ist auf dieser Ebene es immer sehr gut, mit ja, empirischen Ergebnissen zu kommen und zu sagen, das hat Hand und Fuß und das machen wir nicht nur, weil das jetzt gerade so ein Thema ist, was irgendwie alle haben oder so. Okay, vielen Dank. Es ist 17.24 Uhr. Wir sagen an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Rönner-Böse. Ich gebe Ihnen nochmal stellvertretend einen großen Applaus und ein großes Dankeschön. Sie sehen jetzt die orangenen Hände. Im Chat fließen auch die Dank. Das ist schön. Das ist doch immer, wenn man so einen Online-Vortrag hält und man hat überhaupt keine Kommunikation mit den Teilnehmern, dann weiß man immer gar nicht, redet man jetzt an allen vorbei oder nicht. Deswegen vielen Dank für die Rückmeldung. Ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, das war nicht so heute, weil ein Indikator ist ja auch immer, wie viele sind noch da. Also Holger, ich würde dich jetzt bitten, die letzten zwei Folien bitte noch einmal hochzuladen. Viele von Ihnen wissen, wir haben immer eine Befragung und weisen gerne an dieser Stelle auch nochmal auf den nächsten Vortrag hin. Das ist eine besondere Situation. Zwei Referentinnen, die dazu geforscht haben, was ist eigentlich in diesen Frauenberufen los, in diesen Krisenzeiten? Und wir haben das mal ein bisschen ketzerisch formuliert, jetzt Frauenberuf in Krisenzeiten. Damit ist natürlich der pädagogische Frauenberuf gemeint. Und jetzt ist wieder alles gut. Frau Julia Schütz und Johanna Pankritz werden dazu ihre Forschungsergebnisse und ihre provozierenden Gedanken vorstellen. Darauf freuen wir uns schon sehr. Das Ganze wird am 19.10. stattfinden. Und der Link für die Umfrage, die für uns, ich sag mal, und unsere Geldgeber auch nicht unwichtig ist, wie Sie diese Veranstaltung gefunden haben, setzt Holger Mack jetzt in den Chat, sodass Sie nochmal zwei, dreimal klicken können, um Ihre Rückmeldung zu geben. Sie sehen wahrscheinlich, Frau Rönner-Böse, dass nochmal auch viele Rückmeldungen jetzt so in den Chat kommen. Der Chat wird Ihnen auch hinterher zugeschickt. Den dürfen Sie dann in Ihren Resilienz-Tag nehmen. Und ich spreche für uns als Team. Vielen Dank für viel Inspiration und auch die vielen Ebenen, die Sie an der Stelle, ich sag mal, von der Organisation bis zum Kind berührt haben. Bleiben Sie uns gewogen, liebe Teilnehmerinnen. Gehen Sie resilient durch die nächsten Zeiten. Passen Sie gut auf sich auf, weil es sind stürmische Zeiten. Und das meine ich nicht nur, weil der Herbst kommt. Iris, wir sagen an dieser Stelle Dankeschön.